ich nochmal rausgehen, nochmal reingehen. Ey, das ist immer eine Riesenprozedur. Oh Mann. So, zweiter Versuch. Paris und jetzt. Mann, Paris, Alter. Ich hasse das automatische Korrektur. Ist der Sound jetzt okay? Ich muss eigentlich nehmen. Ich hab's mal mein Handy laufen lassen. Ich kann doch selber checken. Ja, weißt du was, Harris? Ich merke, wenn ich hier zu viele VST-Instrumente anmache, dass er abkackt, weißt du? Ich habe extra eine Einstellung im YouTube gefunden, wie es funktioniert. Aber ich habe die noch nicht auf Instagram, auf die Voreinstellung von OBS rübergenommen. Das merke ich, nur OBS ist nicht mal mein Cubase. Alles einwandfrei. Das ist das OBS selber. So. Ich habe die Einstellung jetzt auf YouTube und so übernommen, aber hier hatte ich sie noch nicht drin. Ich muss auf Ultrafast gehen. Irgendeine Einstellung muss ich hier machen. Damit das nicht passiert. Und eigentlich dürfte es jetzt nicht mal passieren. Ja. Genau. Ja, ist schon blöd, weißt du. Es kommen viele in den Stream rein so. Und dann, Ja. Und dann kommt das so mit dem. Gut, die Sache ist, ich habe ja trotzdem die Beats da so. Die Leute so, ich frage sie immer, ob ich so eine Soundaussetzer habe. Immer so wieder zwischendurch. Und da kam jetzt bis jetzt nichts. Weil ich benutze jetzt wirklich, also ich gehe auf die Grenzen so mit Cubase. Und es hat auch nicht mit Übersteuerung zu tun oder so. Es ist einfach nur OBS. OBS muss bei mir richtig eingestellt werden, damit ich diese Probleme nicht habe. Und ich glaube, dass ich sie jetzt gelöst habe. Ich hatte alles schon eingestellt, nur OBS nicht. Ja, Harris, nur mal für dich, du weißt es noch nicht. Es gibt ein kostenloses Plugin von Native Instruments, nennt sich hier 25. Das sind so richtig geile. So eine Teppiche im Hintergrund, die sind richtig geil. Hi Josh. Alles klar, Mann, alles gut. Ja, ich hatte vorhin wieder Soundaussetzer. Deswegen musste ich nochmal mein OBS einstellen. Es kommt alles vom OBS. Entweder muss ich OBS upgraden oder ich muss das andere OBS benutzen. OBS Lab oder so heißt es. Steam Lab. Alles klar, Mann, alles gut. Muss ich den nochmal rein, damit er mit beiden antwortet. Genau. Und dann so rein. Jo. Sag mal, Josh, wenn du gerade drin bist. Wenn ich jetzt antworte, ich gebe mir jetzt eine Antwort. Warum kann ich jetzt nicht antworten? Was ist denn jetzt hier passiert, Alter? Mein Stream stehen geblieben? Alter, meine beiden. Was ist denn hier mit dem Internet gerade los bei mir? Ich geh mal hier raus, das nervt gerade. Aber ich komme hier auch nicht hier weiter. Was ist denn hier los? Boah. Das spinnt ja gerade richtig rum bei mir. Das Internet, was ist hier los bei mir? Oh. Das kann das sein.
Oh, mein Internet spinnt gerade, Leute. Also, ich guck mal, ich gehe mal auf Dings. Was sagt Tornado? Wie lange geht denn das erste Video eigentlich? Eine Stunde. Oh, aber hier ist alles noch okay. Also gut. Da funktioniert. Da hatte ich gerade kein Problem. Ich muss das echt in den Griff kriegen. Ich muss dieses. Diese. Wie nennt man das? Lag. Dass das anfängt zu stottern. Muss ich in den Griff kriegen, so. Ja. Ich sehe gerade, guck mal, ich komme selber nicht. Ich versuche gerade, okay, es geht gerade wieder. Irgendwas war mit meinem Internet gerade. Aber, oh, mein Internet spinnt gerade. Ich komme selber. Der macht gerade Probleme. Das kann auch sein, einfach. Mein Internet gerade spinnt. Das kann natürlich auch sein. Ja, dass ich keinen Chat habe. Bei Instagram habe ich keinen Chat. Das finde ich richtig blöd. Ich guck mal, ob ich nochmal reinkomme. Ja, Mann. So. Jetzt geht's, glaube ich, gerade wieder. Ich würde gerne was testen, Leute. Ja. Mag er es nicht oder was? Ich glaube, das mag er nicht. Aber anders kann ich nicht schreiben. Anders kann ich nicht schreiben. Josh, ganz kurz einen Test. Sag mal, Josh. Wenn ich jetzt antworte, Josh, sag mir mal bitte, ob er mit Mobits antwortet oder ob da irgendwas. Ah, alles klar. Alles klar. Harris, ich probiere gerade was aus. Okay, gute Fahrt wünsche ich dir. Hau rein, Alter. Josh, sag mal bitte, wenn ich jetzt antworte, ob er als Gurasan antwortet oder als Mobits. Was siehst du denn? Siehst du zwei Antworten oder nur eine Antwort? Wäre schon interessant zu wissen. Ich kann es bei mir nicht sehen. Ich glaube, es geht bei mir nicht. Ich kann den Stream leider nicht selber. Doch, ich kann ihn sehen. Ey, das funktioniert. Er antwortet nur als Mobits. Also es geht so rum. Ah, ich habe gerade selber gesehen. Geil. Gute Fahrt. Ich hoffe, dass es jetzt genau erledigt ist. Yo.
Guck mal, ob es leckt. Was will er denn? Ach, jetzt wegen dem Dings hier. Ja, komm, ich bin schon ruhig mit der Meldung. So. Ich wollte Arcade mit dazu spielen, Leute. Ja, sorry. Bin Abbruch von. Ja, man, easy. Alter, ich hab ab und zu Soundaussetzer, weißt du? Ich hab jetzt ein paar Einstellungen. Ich muss das Ganze kontrollieren, also irgendwie. Oder ich habe zu viel Faustinstrument da oder so. Irgendwie. Sowas. Easy. Fällt mir nicht. Die Tiefe finde ich geil. Er soll auch tief bleiben. Toll, dass das nicht aufgenommen hat, ey. Ganz ehrlich. Ich hab's schon eingespielt. Finde ich sogar besser so. Bum, 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 bum. Danke dir, Easy.
kleine Fehler drin, die haue ich weg. Warum hier? Okay. Ey, wie widerspenstig kann denn das sein? Bitte. Irgendwie so. Ja, immer noch ein Fehler drin. Ja, hier die 1. Löschte den einfach. Hat doch keiner eingegeben. Easy, Alter. Mein Gott hier. Aber die Line finde ich geil. Dann Hintergrund. Eine Geige. Die leicht so nur gezogen. Das kann schon geil kommen. Geil, man, gefällt mir. Hier habe ich minus 5. So. Ich habe noch so viel Platz. Warum habe ich immer eine Übersteuerung? Warte mal, minus 6,2. Ja, dann drehe ich OBS ein bisschen lauter. Minus 4, minus 4. Ja, ich find's aber geil, diese Melodie ist geil. Okay. Was spüre. Ich habe noch keine optimale Einstellung. Einfach nochmal unterstützt so.
andere Sache? Da passt alles. Kann man schon mal doppelt setzen. Der muss weg, Mann. Bim, bim, bim. Runter gleich.
Frage ist, ob es dann zu sehr upload, zu sehr deep wird. Ja, es geht natürlich von dem Harten weg, ja, durch diese Pianos. Da ist immer noch Härte drin. Vielleicht. Da vielleicht stoppen. Ich überlege gerade, ob ich den Upregulator anders spiele. Kann ich ja machen. Warte mal, ich kann den. Nee, dann ändere ich den grundlegend. Dann muss ich davon noch eine Version machen. Und dann kann ich die zweite Version ändern. Ohne dass die erste beeinträchtigt wird. Genau. Und dann auch eingreifen in den Appreciator. Warte mal, ich kann sie doch löschen. Wie war denn das? Ey, ganz ehrlich. Weg. Ich glaube, irgendwie so, da muss er aufhören. Ja. Ich könnte selber einspielen eigentlich. Ja, theoretisch kann ich selber einspielen. Thank you.
anders gewesen, warte mal. Doch. Klingt anders einfach. Ich mache ja nochmal an. Oder zwei und dann... Könnte man als zweite Strophe, also zweiten Teil der ersten Strophe nehmen. Oder ich probiere was anderes aus. Warte mal, da sind auch noch andere. Gute Appreciator brauchen, Mann. Onur, wie geht's dir, Mann? Machst du immer noch kräftig Beats?
Das ist geil, aber der Break ist geil. Ja, das nicht. Aber das ist ein geiler Break, Mann. Und danach muss das weg auf einmal. Jetzt noch jemand mit Autotune. Und die Drums wieder, Alter. Das muss dann weg. Das ist ein geiler, also der zweite Teil. Ja, Mann. Ach. Stream, Beats. Ja, Mann. Man muss immer weiterkommen. Man darf nicht stehen bleiben, weißt du, Onur. Immer weiter, immer heiter. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Ich brauche hier noch ein treibendes Element. Aber nichts mit Dur. Ich könnte ja mal Nexus einschalten, aber... Ich weiß nicht. Lange nicht mehr benutzt. Gucken, wie der darauf reagiert. Alter, Nexus. Ich hab ihn damals nur benutzt. Wo das Ding rauskam. Aber dann hat Avenger noch besser geklungen. Wo hab ich denn den Nexus eigentlich? Ja, Nexus, Mann. Der hat auch geile Appreciator. Aber er spielt die alle sofort. Spielt die gleich alle sofort. Kann ich das nicht ausschalten? Diese. Dass er das gleich anspielt. So, das, diese. Genau, Preview-Schalter. Oh Gott. Ich hab den Mann eingeschaltet und das war mein großer Fehler. Ich will nicht, dass er sofort losspielt. Boah, finde das mal jetzt. Oh, Refresh, deaktivieren. Nee, deaktivieren. Ich will nicht, dass er sofort anfängt zu spielen. Wenn ich einmal umschalte. Was, 3,5 ist schon draußen? Ach du Mist. Ich habe doch erst neulich gesucht, ich habe nichts gefunden. Jetzt sagt er mir, Update ist draußen. Aber so geht's, warte mal. Auch doppelt. Ich hab die doppelte Geschwindigkeit genommen. Es ist mir gerade so zum Verhängnis geworden. Ich kann keinen einzigen Appreciator benutzen aus irgendeiner Software, weil ich ich hätte das auf der Hälfte von einem BPM einspielen sollen. Oh Mann, Alter, ganz ehrlich. Ja, komm. Ja, lass mal ruhig an. Das ist ja nicht schlecht, aber irgendwie ist es auch nicht gut. Arcade, komm, zeig mal, was du drauf hast. Ich bin jetzt an so einem Punkt angelangt, Leute, wo ich echt so ein bisschen Unterstützung brauche für einen Background. Weil ich habe schon eine geile Hook, die ist schon brachial. Yo, Ono, hau rein, schönen Abend, Mann. Hi Xavier Beats, wir haben gerade eine fette Hook gemacht. Ich brauche irgendwie noch für einen Background irgendeinen Appreciator so. Mein Problem ist, ich habe doppelt am BPM genommen. Dadurch ist alles doppelt so schnell und ich kann keinen Appreciator aus irgendeiner Software benutzen. Und ich dachte, vielleicht kann mir Arcade helfen. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch doppelte Geschwindigkeit. Eigentlich müsste er sich anpassen. Warte mal. Werde ich gleich mal sehen. Was er macht daraus. Ob er hier rumspinnt? Ja, alles doppelte Geschwindigkeit. Das ist echt mies. Gut, aber ich merk's mir. Das hast du hier doppelte, dreifach.
Ja, alles super schnell. Ich kann dann nichts von gebrauchen. Okay, gut. Aber wollte noch was reinnehmen. Da muss noch was rein. Damals. Wir suchen irgendwie eine Background-Melodie für das Ding hier. Guck mal, der Übergang ist aber krass. Richtig geil. Und dann aber mit einer Melodie. Mann. Also ich habe schon eine fette Hook. Das ist das Coole. Das Schwerste ist eigentlich schon getan. Aber ich brauche jetzt noch eine Melodie in der Mitte. Und alle meine VST-Instrumente sind doppelt so schnell. Ich kann hier nichts benutzen. Lass mal überlegen. Warte mal. Native Instruments hat doch Dings. Was geil wäre, wenn ich irgendwie mein BPM-Anzeige runterstellen könnte auf die Hälfte, aber alles genau gleich schnell bleiben würde. Das muss ich mal herausfinden, wie das geht. Weil das ist geil, wenn man genau an so einem Punkt ist, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt 157 BPM. Der Beat ist ja eigentlich nicht 157. Der ist ja auf, ich habe einfach nur doppelt so schnell eingestellt. Und das ist mein Problem gerade so. Ich komme da nicht weg. Kann, weiß ich nicht, was ich bei Cubase einstellen kann, dass ich sagen kann, okay, jetzt 75 oder so. Aber er soll genauso schnell bleiben. Weil alles verkürzt sich natürlich. Ja, ich muss mir das mal reinziehen, wie das funktioniert. Ja, das ist gerade mein Problem. Okay. Ja, ich muss da was selber einspielen. Gut, dann gehe ich mal in Dings rein. Warte mal. Ja doch, aber ich könnte das Dings gebrauchen. Ich glaube, das war bei Native Instrument drin, bei Contact und dann auf, wie ist denn das Ding, Mann? Reverse, auch geil. X-Loops hieß es, glaube ich. Und da waren, Loops im Hintergrund. Also dafür ist, ja, das ist eigentlich ganz geil. Geil zum Füllen. Schon krank das Ding, Mann. Thank you.
Output. Auf jeden Fall Output ist nicht verkehrt. Dass wir was von Output nehmen, was wir noch füllen. Hi Leute, hi Dystopikon. Ja, ich versuche gerade irgendwie in der Strophe noch eine Melodie mit reinzunehmen. Zu füllen. Ich habe eine geile Hook auf jeden Fall. Die ist sehr, sehr kräftig. Auch ein zweiter Teil von der Strophe ist geil. Aber ich brauche so eine... Was war eigentlich mit Dings? Signal war, glaube ich, zu brutal gewesen. Exhale war es, genau. Exhale. Exhale war nicht schlecht. Ja. Eine Stimme hat. Slices? Ja. Aber so ruckgepischt. We'll be right back.
gut. Ja, aber irgendwie nicht schlecht. Sorry. Charisma.
Nicht schlecht, oder? Oh, ist reingelöscht, auch nicht schlecht. Ich wollte es nur quantisieren. Das wollte ich eigentlich machen. Du. So, genau. Das braucht man nicht. Ja, Mann. So ist cool. Geil, wenn man so ins Charisma, wenn man so Stimmen einsetzen kann. Wäre natürlich noch geil, so was langgezogenes. Für den Beat in der Mitte ist es schon cool. Kann man schon nehmen. Schon geil. Delay. Boom, bam. Da muss er reinknallen. Warte mal. Oh, Hauptsache der PC macht mit. Ich muss es duplizieren. Oh, Alter, der arme Rechner, ey. Jetzt. Fängt der an hier, ja, ich merk schon. Geil, das ist schon drinne. Das ist ja schon eingebaut. Das ist ja geil. Du brauchst ja kein neues Instrument. Ist ja Hammer. Ja, aber ich will eigentlich, dass das... Doch, ich brauche ein Delay.
analysieren. Auf der 1. Das nochmal rübergeholt und ein Delay rauflegen. Sag mir mal bitte. Ich weiß es nicht, Mann. 44 EMD, 44. Ja, Mann. Weißt du, Underground ist eigentlich gar nicht so. Ich, soll ich sagen? Ich find's geil. Weiß ich nicht. Ich arbeite an mir. Also, der ist jetzt auch nicht gerade popmäßig hier. Der ist schon ziemlich deep. Aber man kann es deeper machen. Aber ich habe immer meine Instrumente drin, weißt du? Meine Geigen und so. Das macht alles wieder so melodisch. Deswegen komme ich immer so ein bisschen weg von dem Underground. Weil da müsste ich bei bestimmten Instrumenten bleiben. So. Und das eckt mich ein, weißt du? Deswegen wird es immer so ein bisschen mehr auf Hip-Hop. Geht immer in die Hip-Hop, also weniger Underground. Da müsste ich andere Instrumente noch benutzen. So, und weg von den Streichern und so, weißt du? Ich weiß nicht, ob ich sowas hinkriegen würde. Ich probiere mich aus. Wenn du merkst, ich habe immer andere Beats, du kannst ja mal die reinziehen. Ich habe immer andere Beats. Die sind komplett verschieden voneinander. Ich habe keine bestimmte Stilrichtung. Ich probiere mich aus. Und das, was ich kann, liefere ich. Und was ich halt nicht kann, so probiere ich zu können. Aber immer weitermachen. Delay wollte ich machen. So ein schöner. Eigentlich war es geil, dass der Filter so runtergegangen ist. Vielleicht mache ich das auch noch. Ja, Mann. Ja, musst du gucken, Mann. Was soll ich sagen? Ich probiere mich aus. Vielleicht ist mal was für dich dabei. Die Leute sind ja bei mir auch im Chat mit drinne, wenn du mal Bock hast, einfach beim Beatmaking mit dabei sein und ja, vielleicht hast du ja so Ideen, wie man anfangen könnte oder so, was du dir vorstellst. Aber so soll ich sagen, bleib einfach dabei, schau ab und zu rein und vielleicht ist mal was für dich dabei, das auch mal Richtung Underground ist. Ich probiere mich immer wieder aus. Ja. UK, ja. Ist ja auch. Ja, wenn das dein Ding ist, dann ist es dein Ding. Nee. Nein, nein. 1, 2. Mit wenig Feedback. So. Aber der Beat ist auch nicht verkehrt, oder? Ja, genau, so wollte ich es haben. Aber. Ich wollte. Da muss mein Delay. Dass es noch länger anhält, also Feedback länger. Guck mal. Könnte sogar länger sein. So wollte ich es haben. Übergang ist geil. Das zweite Ding muss gar nicht sein. Achso, ja, für die Stelle war es cool. Ja, ist geil, wa? Finde ich auch, Mann. Das ist gar nicht das Ende. Das ist gar nicht das Ende, sondern das ist eigentlich der zweite Teil von der Strophe. Überleg mal jetzt, der Rap drauf. Oder man singt, oder man macht Autotune und dann.
So, dann kommt der Beat wieder. Das darf nicht doppelt so lang gehen. Danach direkt die Drums wieder rein. So. Das ist eine kurze. Ja, ja. Das ist nicht das Ende, Mann. Weißt du, ich bin hier. Guck mal, wie geil das kommt, wenn dann das wieder hier losgeht. Ich weiß nicht, warte. Nee, das andere muss weg. Das muss da weg an der Stelle. Und das muss auch weg. Ja, das ist ja so. Ich versuche meine Beats immer so zu machen, dass sie überraschend sind. Das, weißt du, ja, Beatmaker können, Rapper können sich darauf einstellen. Wenn man merkt so, wo der Part losgeht und dann Bridge und so. Also nicht immer dieses Bridge-Part, fertig. Das habe ich damals gemacht so. Das muss so voll überraschend kommen. Und dieses, dass das Piano auf einmal so runtergeht, man denkt ja nicht dran, aber es ist geil. Ich finde es geil. Guck mal, das Ding geht los, aus der Hook, richtig brachial, so Action, dann. Jetzt könnte man Autotune nehmen oder singen dazu oder rappen. Guck mal, stell dir mal vor mit Autotune. Autotune weg. Weg. Der Rap geht weiter. Mitten. Richtig frech. Weißt du? Einfach so. Richtig frech. Den Part weiter gemacht. Und einfach, anstatt eine Bridge und die Hook kommt, geht der Part einfach weiter so. Das finde ich geil so. Nicht einfach so Standard, weißt du? Gleich die Hook, die Bridge, die Strophe. Und das macht so ein Beat geil so. Die Leute werden es auch merken. Ja? Und die Hook catcht sowieso schon. War? Harvey, auf jeden Fall. Er ist doch so. Stell dir mal vor so. Du kannst ja mal so für dich rap mal so. Ich spiel mal den Beat ab. Ich red mal gar nicht. Und guck mal so, wie das kommt auf einmal, die Stelle. Jetzt kommt erst die Hook nochmal. Weißt du? Das ist geil. Du hast in der ersten Strophe schon so eine Stelle, wo du richtig abgehen kannst. So. Und dann kommst du einmal runter, dann gehst du wieder weiter so. Das ist ein neuer Style so. Ja. Habe ich nicht bewusst gemacht, aber er ist entstanden. Deswegen mache ich ja die Streams. Ich bin ja immer noch dabei, mich zu finden. Weißt du? Was ich nachher für einen Style fahren werde, weiß ich noch gar nicht. Ja, Mann, ich sag dir doch. Ich hab dir gesagt, das Ding ist geil. Wenn du den fühlst, dann so dieses Orientalisch, weißt du, diese Stimmen, dann hab ich ja richtig viel Raum. Ich hab ja kaum Instrumente drin. Bisschen Geigen. Das ist krank, Mann. Und ich sag dir, Mann, weil sonst gibt's immer diese Standard-Dinger, weißt du? Alle machen immer so, was die anderen machen. So. Ich mache nicht, was die anderen machen. Ich höre mir die anderen gar nicht an. Ich sage nicht, dass sie besser sind, schlechter sind. Ich entwickle mein eigenes Ding so. Weißt du?
Und die Leute sollen selber entscheiden, was sie geil finden. Wenn sie sagen, es ist scheiße, dann ist das für die scheiße. Aber du hast gemerkt vorhin, ja? Das Ding werde ich ja auch nachher auf YouTube posten. Kann man sich nochmal komplett anhören. Und das werde ich auch rausballern. Nur mal so, wenn du, das Gespräch wird ja dann alles, sag mal, das Gespräch, ich spreche ja auch mit mir selbst. Aber so der Chat und so wird ja alles übernommen. Warte mal, nee, der Chat wird nicht übernommen. Nicht, wenn ich von Instagram rübergehe. Ist auch egal, ist nicht schlimm. Es ist jedenfalls richtig Hammer. Guck mal, und jetzt kommt hier, überleg mal. Du brauchst nicht viel für einen geilen Beat. Wie viele Spuren habe ich hier, Alter? Aber die Atmosphäre, Mann. Jetzt muss man, die Übergänge sind ganz wichtig. Die Übergänge sind sehr, sehr wichtig. Ja, bei mir sind die Beats nicht kurz. Guck mal, ich sag immer so, guck mal, ich hab die bei Beatstars, ich hab die auf YouTube immer mit meinem Mo-Beats-Zeichen drin. Und ich lade die dann hoch auf Beatstars und jeder kann sich die runterladen. Du musst nicht auf YouTube irgendeinen Downloader, du kannst den Beat runterladen, da ist auch immer Mo-Beats mit drin. Ist klar, ist ja mein Beat, weißt du. Dann kannst du auch drauf rappen, machen und tun, aber halt nur für dich privat benutzen. Du darfst nicht hochladen, nicht hier und da. Und kannst herausfinden, ob der dir was gibt, so. Und dann fängt es bei mir an, so bei 25 Euro Lizenzen, je nachdem, ob man sagt, man will darauf ein Album machen oder ob man nur für YouTube. Für jede Lage gibt es eine Lizenz. Und fängt bei 25 Euro an. Weißt du, was ist das, Alter? Nichts. Für ein Beat von der Qualität hier. Man muss halt nur gucken, ist es was für einen, so. Ansonsten sage ich immer, im Internet gibt es 1000 Leute, es gibt Produzenten aus USA, die für 20 Euro Beats verkaufen, sogar komplett lizenzfrei und so Sachen. Weißt du, sollen die alle machen? Ich habe Lizenzen, bei mir geht's los ab 25 Euro und dann bist du schon mit dabei. Ist alles auf Beatstars, ist alles verknüpft beim Account, auch auf Instagram. Kannst du da direkt auf Beatstars rauf oder auf von Beatstars, also von Dings auf YouTube und von da wiederum auf Beatstars, ja. Kannst du dir angucken, Mann. Ich will jetzt gar keine Verkaufsgespräche führen oder so, um Gottes Willen, Alter. Für mich geht es darum, einfach, was ich fühle, so als Beatmaker rauszuballern. Und wenn die Rappers fühlen so und jeder Rapper, jeder Beat findet seinen Rapper, jeder Rapper findet seinen Beat und dann auch gut drauf abgeht, dann ist das Ding einfach Gold. Und dann kann man auch viral gehen oder man kann das rüber raushauen und rausballern. Wenn man das Ding gut bedient, Alter, dann brauchst du nicht mehr. Dann reicht so ein Beat komplett aus. Den musst du erstmal bedienen können. Ja, zieh dir die Sachen rein und wenn es dir gefällt, kein Ding großer. Vielleicht ist mal was dabei. Vielleicht wird es auch der, wie gesagt, ab 25 Euro oder Dollar. Ja, Mann. Kein Ding, Mann. Wenn du mal Fragen hast, kannst du Fragen stellen. Weißt du, ich, Beatmaker helfen Beatmaker, auch Rapper, Rapper helfen Beatmakern. Bei mir geht es darum, Community aufzubauen. Weißt du, ich, ja, wenn du mal eine Frage hast oder so, auch auf YouTube bin ich auch live, da kannst du Fragen stellen, da ist der Chat auch noch einfacher, da siehst du auch mehr von dem Programm. Irgendwie, wenn du Probleme hast mit Übersteuerung oder irgendwie welches Mic gut ist und so. Ich habe damals mit Studio Equipment gehandelt. Ich kann dir da auch helfen. Und ja, Mann, der Rest ist einfach nur Kunst. Weißt du, ich würde niemals sagen, meine Beats sind krass, ich bin der Beste, so ein Scheiß, weißt du. Sondern einfach, ich mache mein Ding. Ich mache einfach nur mein Ding. Und passe mich an niemanden an. Nur wenn mal sowas Exklusives natürlich ist, dann ist was anderes. Oder wenn jemand neben mir sitzt. Oder über Zoom und Co. Okay, ich will es gar nicht in die Länge ziehen. Ich bin nur noch eine halbe Stunde hier. Hau rein, Großer. Kannst mich gerne abonnieren. Auch auf YouTube. Und dann auch in den Chat mit reinkommen. Wenn du mal was gemacht hast, muss ich mir halt anhören. Gerne auch mal rüberschicken. Oder mir einen Link schicken, dass ich mir mal das reinziehe, was du so treibst, wenn du Feedback haben willst. Ich habe damals ein Tonstudio gehabt. Kein Ding großer. Mir wird geholfen, ich helfe anderen. Das ist meine Devise so. Okay. Ja. Ich wollte jetzt den Übergang machen hier. Ach so, sag mal, Bro, kann man bei dir auch aufnehmen und so, Abi, mit Stimmbearbeit? Ja, Mann, ich habe eine Gesangskabine. Aber ich hab's aufgegeben, ja. Ich nehme nur die Leute auf, so die Bekannte von mir. Ja, wir hauen ja demnächst eine EP raus. Camo Bars.
Die kommt demnächst raus. Dann musst du die Qualität hören, was hier aus dem Studio rauskommt. Und dann kann man gern mal, Mann, man kann gern mit einer quatschen, so. Weißt du, wenn du, ich habe Probleme mit bestimmten Texten und so. Weißt du, ich bin da sehr, sehr eigen. Deswegen bin ich auch mehr in Richtung Beatmaker gegangen. Ich kann auch sehr gut aufnehmen, ich kann sehr gut bearbeiten. Ich habe eine gute, so, sehr guten Sound. Ich habe auch viele Videos schon draußen. Ja. Zieh die rein. Du kannst sie auch mal reinziehen, aber das sind halt ältere Beats. Ich zeig dir mal hier, warte mal. Siehst du das gerade? Ja. MCSG habe ich damals produziert. Wir machen gerade eine neue EP. MCSG hieß ja noch damals, jetzt ist der SG61. Ja. Bestimme deinen Weg. Alle Beats von mir. Und die neue wird 6 Tracks haben. Und die sind krank, Alter. Geil. Der Text, der Rap von ihm, wie er geflowt hat, ich habe ihn bearbeitet. Das ist alles aus dem Studio hier, aus dem Beatstyle Matrix. Warte mal, eine Frage an dich, warte mal, die stelle ich dir mal jetzt. Bist du aus Berlin? Das muss ich dich jetzt mal fragen. Oh, Großer, du bist aus Berlin, Alter. Cool. Also wie gesagt, ich habe mit bestimmten Texten so Probleme, weißt du? Wenn es so zu Dings wird, ich weiß nicht, was du rappst. Das ist das Einzige so. Deswegen habe ich damals auch mein Tonstudio wieder weggegeben. Weil, auch noch Neukölln, Alter, was ist mit dir los? Du bist um die Ecke. Neukölln, da habe ich mal gewohnt. Herfurtstraße. Vielleicht kennen wir uns ja sogar. Großer, lass mal in Kontakt bleiben auf jeden Fall. Schick mir mal so Link, was du aufgenommen hast, wie deine Texte und so aussehen und vielleicht kommen wir auf den Nenner. Ja. Ich mache auch niemanden arm so. Ich habe sehr gute Preise. Ja. Weil ich nehme bei mir zu Hause auf. Weißt du? Ich muss mir nicht extra ein Studio mieten. Also das Leben und Leben lassen. Weißt du? Aber ich komme nicht mit jedem Text klar so. Aber das kann man herausfinden, weißt du? Lass uns das herausfinden. Schick mir mal was von dir. Ja, wie gesagt, lass in Kontakt bleiben. Ja, Mann, Neukölln ist bei mir um die Ecke. Ich bin aus Schöneberg. Ja, Mann, jeder Rapper hat schon mal andere Texte gemacht. Weißt du, Rapper sind ja auch Entertainer. Manche wollen dann auch mal bestimmte Seiten rauslassen, wie wenn die sagen, ich bin Gangster und so, hier, ich knall dich ab. Die haben noch niemanden Menschen erschossen, noch haben sie, weißt du, das ist einfach nur so Gangster-Getue, weißt du. Ich sag ja, das ist okay, das ist für mich okay, so wenn die Leute es machen. Aber ich, ja, kann halt nicht alles aufnehmen, weil ich muss es ja fett machen, ich muss es abmischen, ich muss es komprimieren. Ich will, dass es geil wird, so, und dann muss ich es fühlen. Und wenn es was ist, was ich nicht fühle oder wo der Text mir zu Dings ist, so, dann sorry, kann ich es nicht aufnehmen, habe ich festgestellt. Ja, Mann, große Rede, kurzer Sinn, lass uns in Kontakt bleiben, lass mich mal das Ding hier weiterbauen. Und dann connecten, machen wir, auf jeden Fall. Und selbst wenn ich dich nicht aufnehmen sollte, kenne ich Leute, die dich aufnehmen. Also ich habe auch noch andere Bekannte, die einen sehr geilen Sound haben, denen auch egal ist, wie der Text ist. Ja, mach mal, mach mal. Brauchst keine Angst haben, so. Ich nehme dir nichts raus oder klaue dir irgendwelche Texte oder so, weißt du, ich bin, ja. Brauchst ja nur kurze Stücke oder so, brauchst mir nicht den ganzen Beat schicken. Mir reicht ja, wenn ich ein bisschen was höre. Ja, und ich gebe gern und ich helfe gern. Mir hat man immer geholfen und ich helfe auch, weißt du. Wir finden ein Studio für dich, wenn es nicht meins ist, finden wir eins. Ich habe Connection, weißt du. Hau rein, Großer, ich mache hier weiter. Ich bin gerade mitten in dem Track. Ich brauche einen Übergang. Das Ding ist zu geil, Alter. Jetzt finde mal hier einen Übergang. Auch geil. Hast du es gehört? Hier Beat wegnehmen. Hier Beat wegnehmen und dann direkt in die Hook rein. Direkt in die Hook rein. Guck mal, wie das kommt. Ach, shit. Ja, Mann, lass uns connecten. Du.
Geil. Weißt du, was hier noch fehlt? Die Hi-Hats. Aber was für Hi-Hats? Weil das fehlt, weißt du? Das ist geil. Da müssen keine Hi-Hats rein. Nee, warte mal. Muss nicht mal sein. Aber vielleicht wird's geil. Auch geil, die ganze Zeit ist keine Hi-Hat drin. Auf einmal kommt sie rein. Voll frech, Alter. Weißt du, wie ich meine Beats auch nenne? Alle sagen Drake Type, Scott blablabla Type, blablabla Type bei YouTube. Weißt du, ich habe schon meine eigene Rubrik, Mo Type. Mein, also, weißt du, das machen die, die besser gefunden werden. So. Aber ich werde es nicht machen. Ich habe gesagt, ey, weißt du was? Ich nenne die Beats Mo Type. Mein Typ. Weil ich mache niemanden nach. Ich ziehe mir keine Beats rein und sage mir, oh, das muss genauso werden. Was für Instrumente nehmen die? Klar, Feedback immer so. Und auch so, ich gucke mir natürlich an, so manchmal Übergänge. Ja, man lernt ja auch von anderen Beatmakern so, aber dadurch entstehen ja diese kranken Übergänge hier, die so verrückt sind. Weg vom Standard. Okay, hau rein, Großer. Wie die richtigen Gewürze in einer Suppe. Überleg mal, hier, was ist hier drin? Sind drei Instrumente oder so? Und der muss doppelt so lang. Zu geil. Die Hook ist zu geil, dass man die nur zur Hälfte spielt. Warte, und danach mache ich den Beat weg. Richtig schön fresh, Alter. Ich hau einfach die Drums weg. Ja, Mann. Und dann muss dieses weg. Genau an der Stelle muss. Also. Nee, die. Sogar schon davor, glaube ich. Und die Drums. Das muss auch weg. Richtig. Vielleicht ist es jetzt auch zu lang geworden. Als ob es zu Ende geht, dann kommt die zweite Strophe. Ja, schön langzogen.
Das ist es, Alter. Genau das ist es. Schön Tetris hier. Geiles Ding, Mann, Leute. Geiles Ding. So, jetzt kopiere ich nochmal die. Ich werde sie nicht so behalten, komplett wie davor. Die zweite Strophe. Aber man kann ja mal kopieren. Manchmal kommt es geil. Das ist geil. Genau. Oder? Guck mal jetzt, was ich mit dem Übergang mache. Was ich mit dem Übergang mache, Leute. Guck mal jetzt ganz genau hin. Ich weiß, es ist klein auf dem Handy, Mann. Tut mir leid. Auf YouTube ist das alles einfacher. Auf YouTube ist alles einfacher. Da hast du wirklich HD und man sieht wirklich das ganze, den ganzen Sequenzer viel besser. Guck mal, hier mache ich jetzt. Warte mal. Wirklich nur. Guck mal jetzt. Ey, nein, warte mal, das war zu viel. Oh, das ist ja echt fies. Das muss dahin, genau. Und jetzt. Geil. Man denkt, es ist Dings. Der letzte muss länger sein. Der muss bis hier hingehen. Ich überlege gerade, ob es nicht zu kurz ist. Ja, der ist zu lang. Deswegen. Genau. Machen. Ich überlege gerade, ob das cool ist oder nicht. So, nochmal anhören.
ob das frech ist, warte mal. Ganz kurz. Auf Normalmodus wieder. Wenn ich die. Wenn ich da von da einsteige. Doppelt so laut, wa? Okay, warte mal. Weil es bei Honor schon drin war, wa? Deswegen. Aber da will ich den Übergang anders haben. Okay, da muss hier natürlich jetzt, irgendwas muss noch mit rein, ja, irgendwas, was noch, irgendeine Melodie, irgendwas muss noch rein, irgendein Element, und das war's dann auch. War's schon.
So, mit demselben Instrument, was im Hintergrund noch war. Das ist die zweite Melodie. Als der Anfang. Das muss ich, ja, muss gucken. Gesetzt. Ja, das ist nice. Jetzt habe ich meine zweite Melodie. So Leute, ich mache heute Feierabend, es ist 12 Uhr, mehr oder weniger, nachts, haut da rein, ich bin montags, mittwochs und freitags immer auf YouTube, auch im Livestream ab 21 Uhr, da könnt ihr auch gerne mit dabei sein und ja, ich freue mich auf euch, zwischendurch auf Instagram, irgendwann auch auf TikTok. Seid dabei, Beatmaker helfen Beatmakern und Musiker helfen Musiker. Ich wünsche euch was, gute Nacht jedenfalls. Ich habe den Beat jetzt zu 80% fertiggestellt. Vielleicht werde ich den Rest im darauffolgenden Stream fertigstellen. Und dann geht's weiter. Geiles Ding geworden. Haut da rein. Nice to beat you. Und euer Mo. Schlaft schön. Ich schreibe noch kurz rein, ja. Gute Nacht, Leute. So, das war's.